A2.2. Berechnen Sie den Flächeninhalt des Vierecks ABCD. Wir haben auch das Ergebnis gegeben, es muss rauskommen 43,58 Quadratzentimeter. Rechts daneben habe ich eine kleine Skizze von diesem Viereck und es fällt sofort auf, es ist kein spezielles Viereck. Das heißt, es gibt keine Flächenformel dafür, wir müssen es in bekannte Figuren zerlegen. Hier bietet sich die Zerlegung der vorherigen Aufgabe an, wie man auch schon sieht, nämlich in zwei Dreiecke. Also können wir aufschreiben, Flächeninhalt des Vierecks ABCD ist gleich Flächeninhalt vom Dreieck ABD plus Fläche vom Dreieck BCD. Gut, schauen wir uns die Dreiecke an. Gehen wir in die Formelsammlung, suchen mal nach den Flächenformen vom Dreieck. Da werden wir hier drin fündig, allgemeines Dreieck, da haben wir welche drin stehen. Einmal 1,5 mal Grundseite mal Höhe und 1,5 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Es gibt noch eine dritte Formel, nämlich die Determinante, aber die funktioniert im Koordinatensystem, deswegen fällt die raus. 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Schauen wir uns mal an. Das erste Dreieck für Grundseite mal Höhe bräuchte ich hier noch eine Höhe dazu. Grundseite ist bekannt, aber Höhen jeweils nicht. Deswegen würde ich die Formel jetzt mal hinten anstellen. Vielleicht können wir sie später noch brauchen. Aber beim ersten Dreieck ABD funktioniert es zumindest nicht. Schauen wir uns die zweite Formel an. 1,5 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Die funktioniert problemlos, weil ich zum Beispiel zwei Seiten und eingeschlossenen Winkel kenne. Bei ABD ist es überhaupt kein Problem, weil ich kenne alle drei Seiten und alle drei Winkel. Schauen wir uns das zweite Dreieck an, das BCD. Da kenne ich wiederum zwei Seiten. Und jetzt bräuchte ich noch hier den Winkel CBD, den eingeschlossenen Winkel. Wie kriege ich den? Ich kenne den kompletten Winkel CBA mit 110 Grad, der steht hier drin aus der Angabe. Und ich kenne den Winkel DBA, der hier unten. Der ist auch bekannt mit 21,67 aus der vorherigen Aufgabe. Das heißt, den Winkel CBD bekomme ich einfach, indem ich die voneinander subtrahiere und dann habe ich auch den entsprechenden Winkel. Also, ich brauche die zweite Formel, 1,5 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel und kann damit alles berechnen. Fangen wir mit dem Dreieck ABD an. Ist gleich 0,5 mal. Jetzt muss ich zwei Seiten und einen eingeschlossenen Winkel aussuchen. Ist vollkommen egal, welche man benutzt. Ich nehme jetzt zum Beispiel AB und AD und hier diesen Winkel. Genau, 0,5 mal AB mal AD mal Sinus vom eingeschlossenen Winkel. Das war der Winkel BAD. Setzen wir die Größen ein, 0,5 mal AB sind 8, AD sind 3, mal Sinus und der Winkel ist 78,3 Grad groß. Dann haben wir in der vorherigen Aufgabe ja berechnet. 78,33 war er. Da fehlt mir eine 3 hier unten. So. Gut, das tippt man Taschenrechner ein und dann kommt raus, eigentlich müssten hier dann die 11,75, genau, 11,75 Quadratzentimeter, zweites Dreieck, BCD, wirklich genau das gleiche Spiel, 0,5 mal, jetzt brauche ich wieder zwei Seiten, nämlich die Seite BC, mal die Seite BD mal Sinus eingeschlossener Winkel CBD. Den müssen wir jetzt noch einmal vorneweg berechnen. Winkel CBD ist gleich Winkel CBA minus Winkel DBA. Also ist gleich 110 Grad minus die 21,67 Grad. Und das sind 88,33 Grad. Das setzen wir jetzt in unsere Flächenformel ein. Mit den zwei Strecken 0,5 mal BC waren 8 mal 7,96. Die haben wir in der vorherigen Aufgabe berechnet. Mal Sinus von 88,33 Grad. So. Dreieck, genau. Taschenrechner eingeben.
Und dann kommen raus 31,83 Quadratzentimeter. So, jetzt müssen wir noch beide Flächen halten, addieren und dann sind wir eigentlich fertig. Flächeninhalt vom Viereck ABCD ist also 11,57 plus 31,83 und das sind 43,58 Quadratzentimeter, so wie wir auf oben in der Aufgabe auch drin stehen haben. Ja, damit wäre die Aufgabe fertig.